Liebe Zuschauer, hallo, sag ich da mal. Herzlich willkommen zur 18. Episode von Legacy of Summerhall. Diesmal mit so einem Hampelmann hier live im Video. Neue Facecam habe ich mir mal gegönnt, ist jetzt am Start. Und ich würde mich da jetzt mal so insgesamt über Feedback freuen. Wollt ihr dazu? Wollt ihr es mit der Facecam haben? Bin ich an der richtigen Stelle, sonst irgendwie was, gerne mal sagen. Außerdem, falls es euch auffällt, dass hier irgendwie mal was flackert oder dass meine Hände verschwinden, so wie meine Fingerchen jetzt gerade, das liegt daran, ich habe zwar einen Greenscreen, ja, aber der ist jetzt gerade hier für mich im Hintergrund ein bisschen schwer aufzustellen. Das wäre raumplatztechnisch alles nicht so optimal. Deshalb habe ich mir so ein Plugin geholt für OBS, womit man seinen Hintergrund halt wegmachen kann. Funktioniert natürlich nicht so sauber wie ein Greenscreen. Würde ich mich auch mal freuen. Stört euch das sehr? Ist das irgendwie... ist halt alles nicht so mega optimal. Kann sein, dass hier mal irgendwie was von meinem Hintergrund reinflackert oder so. Aber ist jetzt erstmal so, wie es ist und mal gucken, wie das funktioniert. So, wo wir jetzt auch mal gucken müssen, wie das funktioniert, ist hier mit Danken, ne? In der vorletzten Folge, ich weiß nicht mehr, er ist inform geworden. Also, gebrechlich. Ja, mit seinen 50 Jahren, das ist für Westeros-Verhältnisse, ist das schon sehr, sehr alt. Und... es ist halt immer noch diese Situation mit den Finanzen, ne? Dass der Krieg, oder was heißt Krieg, diese Strafexpedition gegen die Greyjoys, dass die nicht finanzierbar ist aktuell. Wir haben auch noch die Schulden bei der Iron Bank von Braavos. Ist alles schwierig, schwierig, schwierig. Was wir aber geschafft haben, ist, dass wir unseren Sohn einigermaßen gut verheiratet bzw. wegverlobt haben mit Rhea Florent, um hier womöglich so ein Gegengewicht zu den Tyrells, die uns ja alles andere als wohlgesonnen sind, zu schaffen. Denn die Florenz, die werden vielleicht mal, wenn alles einigermaßen läuft, werden die vielleicht Old Town erben. Und das wäre natürlich was Gewaltiges. So. Aber dann wollen wir jetzt erstmal weitermachen hier, ne? Was? Oh Gott. Ormond Baratheon ist gestorben. Unser Schwager. Und der war unser Steward. Gerade jetzt, in der Zeit, wo wir halt Geld brauchen, stirbt uns unser alter, immer treuer Steward. Master of Coin. Der stirbt jetzt weg. Ist natürlich jetzt alles andere als gut, ne? So, und jetzt wollen wir... Wir brauchen jetzt nicht... Also das ist normalerweise rollenspieltechnisch. Wenn wir mal gucken, so... Was macht es Sinn, jemanden dazu... Wo macht es Sinn, jemanden zu nehmen? Aber jetzt würde ich sagen, Gedanken sucht gezielt nach jemandem, der sehr gut in Finanzen ist. Ja, um hier endlich mal irgendwie auf... einen grünen Nenner zu kommen. Und, ey, da sehe ich. Ey, das ist ja perfekt. Gut, hier dieser Lord John of Longgrass. Der hat 19, ist vielleicht ein bisschen besser. Aber wir sehen hier, unser guter Freund. Unser bester Freund auf dieser Welt. John Arryn. Ja, der ist auch sehr, sehr gut in Verwaltung. Exzellente Bewertungen hat der Mann. Und das ist doch, also, passt doch wie die Faust aufs Auge, dass wir ihn jetzt zu unserem neuen Master of Coin machen. So. Da ist er. Aus der Eyrie, von der Eyrie heruntergekommen. So. Und ich habe hier auch gesehen, unsere Allianz ist jetzt expired. Ist nicht mehr vorhanden mit den Baratheons. Da ist jetzt unser Neffe, Stephen Baratheon, ist jetzt da am Start. Kann man da jetzt direkt auch eine Allianz eingehen? Ja. Das werden wir doch mal machen. Das passt doch sehr gut.
Das ist gemacht. Die Allianz der Krone mit den Stormlands ist weiterhin am Start. Und wir bekommen jetzt... Wie viel bekommen wir da? Ist mein Mikro hingegangen. Im Weg 18, ja, ich glaube, das hatten wir auch vorher, ne? 18 Gold im Monat bekommen wir. Moment. Wie ist das hier? Die Mangonellen sind noch nicht weiter ausgebaut. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich, hatte ich das im letzten, in der letzten Folge schon angesagt? Ich weiß ich nicht. Die letzte Folge, es ist leider auch lange her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe, da kamen mir viele Sachen dazwischen. So, ich mach das hier mal weg. So. Effective bis zu einem Vorlevel von 15. Da müssen wir leider weiter ausbauen. Denn hier Pike, ja, hat Vorlevel. Wo steht's denn? Wo steht denn das Vorlevel? Was? Vorlevel nur 6? Was? Wirklich? Ist das gerade so ein temporärer Debuff? Pike hat doch... Ah ne, ich bin bei was Falschem. Ich bin gar nicht bei Pike selbst, das ist nur die Lordschaft von Pike. Ja, hier. Ich wollte schon sagen. 26. Unsere Mangonellen sind effektiv bis 15 und die haben 26. Da müssen wir auf jeden Fall, nochmal weiter ausbauen. Wird auch Geld verschlingen. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob wir das zu danken. Ich habe gerade Muffensausen gekriegt. Ich wollte gerade sagen, ob wir das zu Duncans Zeiten noch hinkriegen, diese Strafexpedition zu machen. Ja, diese ganzen Sachen, die interessieren mich irgendwie nicht. Interessieren Duncan auch nicht so sehr. Und das Mikro mache ich mal so ein bisschen. So mache ich mal das Mikro. Jetzt kann ich auch die Dinge besser, bisschen besser sehen. So. Krankheitstechnisch, wie ist es da hier am Start? Hier unten das... Was ist das hier? Spotted Fever, also Fleckfieber. Und hier diese schwere Krankheit auf den Iron Islands ist jetzt gerade im Abflau begriffen. Sonst noch, hier, das Camp Fever in den Disputed Lands. Und das tangiert uns jetzt nicht wirklich. Was ist denn hier los? Die Corbrace sind im Krieg. Verteidigen sich gegen Lord Lucas of Heartsmere. Hä? Ach so, die sind alliiert mit jemandem hier. Okay, habe ich schon gedacht, was machen die denn da? Aber unser Sohn, wenn wir schon gerade bei Lord Arryn und so waren, unser Sohn, der ist jetzt 8. Das heißt, sobald er 9 ist, können wir ihn als Knappen hingeben. Das muss ich dann auch im Auge behalten. Aber da kriege ich ja vielleicht auch eine Nachricht. So. Mangonellen sind ausgebaut. Bis zu Level 15 halt. Würde 70 kosten, sie jetzt weiter auszubauen. Ich würde fast sagen, wir müssen es sowieso machen. Deshalb würde ich einfach jetzt mal sagen, Augen zu und durch. YOLO. Oh, Scheiße, ich glaube, ich habe gerade Scheiße gebaut. Aber was heißt Scheiße gebaut? Ich glaube, das hat nichts... Ah, shit! Ich glaube, die Mangonellen an und für sich sind nur effektiv bis 15. Dreck! Jetzt habe ich da 70... Moment, kann ich das... Destroy Regiment, nein, das kann ich nicht mehr. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen... Na gut. Ich glaube, ich bräuchte einfach eine ganz andere Belagerungswaffe. Naja. Hier Dings. Belagerungswaffen zu haben.
Kann jetzt auch nicht so schlecht sein. Aber Moment, was habe ich denn für andere? Battering Ram? Die Onager sind ein bisschen... Okay. Steht mir gar nicht zur Verfügung, was Besseres. Na gut, damit hat sich das jetzt auch erledigt. Nee! Das kann nicht wahr sein. John Arryn ist tot. Unser bester Freund. Und gerade eben erst neuer Master of Coin ist gestorben. Woran ist er gestorben? Died from his wounds. Ja, das ist ein sehr, sehr harter Schlag für ihn. So, was? Okay, ich glaube, er geht da schon emotional ran, deshalb nehmen wir das hier. I will never forget this day. So. 17%. You experience some level of catharsis. Wir verlieren etwas Stress. 24%. Wir lassen unserer Trauer freien Lauf. Wir bekommen 20 Stress. 33%. Wir werden von unserer Trauer überwältigt. Wir bekommen 60 Stress. Und 24%. Wir verfallen einer Depression. Das heißt, wir werden melancholisch. Bekommen nochmal 40 Stress. Tja. Das sind vier. Ne, es sind doch sind vier Auswahlmöglichkeiten. Ich habe hier meinen achtseitigen Würfel. Ja, eins von oben nach unten jeweils 1, 2 ist das hier. 3, 4 das. 5, 6 das und 7, 8 das letzte. Mal gucken. Gott, John Arryn ist tot. Meine Fresse, ey. 3. Okay, das heißt... Boah, ich bin echt nicht auf der Höhe gerade. Das ist ja eine Chance, das ist nicht unsere Entscheidung. Sehr gut. Geil. Ja, mal gucken, was das wird, ne? Wir haben 13 Stress verloren. Oh Gott. Okay. Alles klar. So, dann ist hier jetzt unser Mündel, ne? Genau. Unser Mündel Lady Karen. Lady Karen Arryn ist jetzt die Herrscherin des Vale. Und Regent ist gerade ihr Onkel oder irgendwie sowas, Lord Ronald Arryn. Der auch ihr Erbe ist. Ja, und wir brauchen wieder einen neuen Meister der Münze. Ja, und dann würde ich mal sagen, der ist ja sowieso hier aus den Crownlands, dieser Lord John Longgrass. Der ist halt bekannt als sehr guter Verwalter. Deshalb nehmen wir jetzt ihn. So. Was ist das? Das ist weiterhin die, Spotted Fever heißt. Devastated the people of Blackmont. Achso, nee, Dorne. Ah. Nee, Black Tide ist es auf den Iron Islands. Habe ich gerade verwechselt. Okay. Oh Gott. $225. Okay. Ich glaube, ja, da riskieren wir den Stress-Level und auch wir verlieren, hier, wie heißt das neue Legitimacy. Aber ich glaube, gerade hier der neue Master of Coin, wenn der schon
für seine Expertise quasi angestellt wurde. Ja. Ich glaube, der wird da jetzt auch einen harten Kurs fahren. Oder lässt sich das von ihm irgendwie ableiten? Ah, weiß nicht. Ja, aber trotzdem. Ich glaube, der rät dazu und gerade deshalb, dafür haben wir ihn ja angestellt. Ja, what a waste of gold. Mein Gott. Gebrochen und dankend, der ja eigentlich dem normalen Volk. Was ist denn hier los? Die Lord Paramounts, die sterben ja weg wie die Fliegen. Mein Gott, aber was. Moment. Weil hier. Moment, erstmal das hier. Ich nippe an meinem Kelch feinstem Hippokras und lese die letzten hingeschriebene Arbeit. When legacy takes shape, the mightiest man must leave this earth. No matter what realms they have given birth, 'tis rare enough for man to admit their deeds leave those left after split. Ich bin ein großer Künstler im hohen Alter. Okay, also er wird hier Poet oder was? Also wie, okay. And what shall I muse on next? Also worüber soll ich mich als nächstes befassen? Dann wären wir Poet. Hey. Schreiben macht mir Spaß, aber ich weiß nicht, ob mir das Reimen so liegt. Dann werden wir Journaler. Also dann schreibt er alles mögliche auf, also führt quasi Tagebuch oder sowas. Oder vielleicht sollte ich lieber eher baden gehen, weiß ich. So. Passt vielleicht doch schon irgendwie zu ihm, oder? Was denkt ihr? Aber dann, okay. Dann wird er wird eins von beidem. Lege ich mich jetzt fest, aber was? Das werden wir jetzt auswürfeln. Also, 1 bis 4 wird er Poet. Alles darüber wird er. Wie wird ein Journaler übersetzt? Keine Ahnung. Mal gucken. Es ist eine 2. Er schreibt Gedichte. Was bringt Poet denn jetzt? Diplomacy. Her Level of Fame plus 1. Okay. Eat. Aber ja, unser Sohn ist jetzt 9. Wir können ihn als Knappen wohin schicken. Ich kann ja gerade mal sagen, was ich vorhatte. Ich wollte ihn John Arryn zum Knappen geben. Hat sich jetzt erledigt. Apropos hat sich jetzt erledigt. Was ist denn hier im Westen passiert? Lord Tywin, the Bright Lion of Casterly Rock. Nachdem sein Vater Titus, the Toothless Lion, im Alter von 50 an Herzversagen gestorben ist. Ja. Und jetzt ist sein Sohn Tywin ist da am Start. Übrigens, die Kinder, die er hier hat, das sind nicht die kanonischen Kinder, das sind Kinder aus unserer Timeline. Das ist Tianne, Eric und Robin. So. Ja, ich wollte Prinz Daeron zur Eyrie schicken, sowohl als Mündel als auch als Knappe von Lord John. Denn ich habe mir da was überlegt. Hier im Game wird das so getrennt zwischen Mündel und Knappe. Zum Beispiel, genau, ich kann es mal als Beispiel hier bei mir zeigen, ne? Also bei uns hier, wir haben ja als Knappen hier Oberyn. Prinz Oberyn von Dorne. Er ist unser Knappe, aber sein Vormund. Ah ne, ist gar nicht mehr, oder? Doch, Guardian hier ist. Okay, ist jetzt Prinz Levin von Dorne. Früher war es Lord Ironwood. Das heißt. Er lebte als Mündel von Lord Ironwood, war aber als mein Knappe war er bei mir bei Hofe. Das macht halt null Sinn. So.
Und deshalb werde ich jetzt, werde es so machen. Wenn ich eins meiner Kinder als Knappe irgendwo hinschicke, ja, zum Beispiel dann auf die Eyrie hier, dann hätte ich ihn auch als Mündel zu Lord John gegeben, weil das geht für mich so Hand in Hand. Das macht keinen Sinn, dass er irgendwie dann vielleicht das Mündel von Lord Hightower wäre, also eigentlich in Ulton leben und erzogen werden müsste, aber als Knappe befindet er sich auf der Eyrie. Macht halt null Sinn. Deshalb werde ich die zwei Sachen jetzt verbinden immer. So, und was machen wir jetzt mit ihm? Ich finde, was finde ich denn? Das ist eine gute Frage. Ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ich meine, wir haben eine Allianz mit unseren Verbündeten, mit unseren Verwandten in Storm's End. Wir sind gut befreundet mit Lord Tully. Und mit dem ich auch versuchen werde, eine Allianz einzugehen, sobald wir das hier über den Diplomatiefokus tun können. Wir waren sehr, sehr gut befreundet. Na gut, sie ist unser Mündel. Das heißt, wir haben auch verdammt gute Beziehungen zu der noch minderjährigen Regentin des Vale. Ja, wir sind auch befreundet mit der Fürstin von Dorne. Die Tyrells in der Reach sind so ein bisschen. Sind so ein bisschen unsere Antagonisten, so ein bisschen, ne? Die Greyjoys auch. Der Norden spielt, wie immer, so in der großen Politik so eher keine Rolle. Die halten sich meistens halt aus allem raus. So, aber zu wem wir jetzt keine großen Beziehungen haben, ist der Westen. Die Westerlands, die Lannisters. Hätte der hier was frei? Er hat doch einen freien knappen Platz übrig und auch einen Mündel. Und deshalb werden wir jetzt nochmal gucken, Offer Squire. Offer Knight Tutelage. Moment. Ich finde das mit dem Squire nach wie vor extrem verwirrend. Educate Squire. Moment. Ich würde gerne jemand anderen. Ich raff's nicht. Kann ich jetzt nur Leute bei mir bei Hofe nehmen, die ihn als Knappen nehmen sollen? Oder wie oder was? Jedenfalls, okay, was auch immer. Dann werde ich es jetzt vielleicht erstmal so machen. Nein, mein Gott, so. Remove Guardian. Ach, ich bin ja aktuell sein Mündel. Moment, geht das jetzt einfach so? Offer Ward. Ja, genau, hier. Oder Moment. Vielleicht liegt es irgendwie daran. Remove Guardian. So. Er ist jetzt nicht mehr mein Mündel. So, und wenn ich jetzt Educate Squire. Nee, hierüber geht das immer noch. Ich kann ihn nur meiner Kingsguard irgendwie geben. Making someone in his court the Squire of the Chosen. Of a Squire. Okay. Naja, okay. Dann
geht das anscheinend nicht. Dann wird er nicht der Knappe von Lord Tywin, sondern das Mündel von ihm. So. Was ist jetzt? Ah, die eiserne Bank. Wir kommen wieder in die Miese, ey. Es ist... Wie oft muss ich das noch abzahlen? Ich glaube, jetzt noch einmal, oder? Also nach danach. So. Also, Prinz Daeron ist als Knappe auf Casterly Rock angekommen. Moment. Vielleicht geht's ja jetzt. Warum wird er hier... Ach so, er muss erst dahin. Ach so. Da sind zwei Leute gestorben. Raymond Vance und Dommen. Dommen Vance, okay. So, da sehen wir, wie er reist. Oh Gott. Oh Gott. Moment, erstmal das hier weg. Okay, eins nach dem anderen, Leute. Eins nach dem anderen. Ein Flecken blutrot. So stark, intensiv gegen das Bleiche, den bleichen Stoff. Ich starre in Unglauben, unterdrücke dabei einen weiteren Husten. Ist das? Hab ich? Ich wische mit meinen Fingern über meine Lippen. Meine Hand zittert, als ich sie wegziehe. Ich spüre die warme Feuchtigkeit, aber ich fürchte mich davor, hinzuschauen. Ich fürchte, ihr habt euch mit der Schwindsucht angesteckt, mein Herr. Ich werde euch sofort behandeln, sagt der Meister. Und wir sterben, Leute. Wir haben den Status, dass wir an der Schwelle des Todes stehen. Okay. Do no more than what is necessary. It is too late for caution. Also eine sichere Behandlung, eine riskante Behandlung oder die Behandlung ablehnen. Wir sind ein mutiger und sturer Mann. Wir sagen dem Meister, er soll alles tun, was notwendig ist. Und wir bekommen den Trade Consumption, also Schwindsucht. Okay, ich... Disastrous Mistreatment! Oh mein Gott! Gildane brachte mir einen Trank. Es hatte weder Geschmack noch Geruch. Und es sah aus wie flüssiges Silber. Das metallische Getränk war leicht zu schlucken. Doch musste ich ein gewisses Unwohlsein unterdrücken. Ich dachte wirklich, dass es unmöglich war, sich noch schlimmer zu fühlen als vorher. Doch Gildane hat mich da eines Besseren belehrt. Oh Gott. Vergeben wir Gildane oder weisen wir ihn zurecht? Wir können ihn wegsperren lassen oder ihn direkt hinrichten lassen. Ja, wir haben keine so tolle Meinung von ihm.
Nee, ich glaube, da fahren wir mal ein bisschen aus unserer Hand, aus unserer Haut raus. Das wird nicht noch einmal vorkommen. Habt ihr mich verstanden? So, Gott. Dying. Okay, ich fürchte, Daron wird nicht so lange auf Casterly Rock bleiben. Weil, ich glaube, noch bevor er da sein wird, könnte ihn eine böse, böse, böse Nachricht erreichen. Ich glaube, die Ära von Duncan dem Ersten neigt sich dem Ende. Und ja, er wird ein Reich hinterlassen, was nicht in dem Status ist, den er sich hätte vorstellen wollen, glaube ich. Ja, ich glaube, dann beende ich die Folge hier mal. Mal gucken, was als nächstes passiert, wie lange Duncan noch uns erhalten bleibt. Ich fürchte, nicht sehr lange. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zusehen. Sagt mir, wie ihr das mit der Facecam findet, ob euch das stört oder sonst was. Ja, danke fürs Zusehen, ne? Haltet die Ohren steif und haut rein, Leute.